Wir haben in Stuttgart einen OB-Kandidaten aufgestellt. Das habt ihr sicher beiläufig mitbekommen. Wir gehen jetzt auf die an die 283 Mitglieder zu. Also das ist der tagesaktuelle Stand. Das heißt, die 300 Mitglieder sind in Sichtweite. Wir haben insgesamt jetzt 6 Stammtische. Der 7. befindet sich in Gründung. Das Modell, dass wir einfach, sobald die Stammtische voll sind, neue gründen, hat sich als sehr erfolgreich bewährt. Wobei wir jeweils auf fixen Zeit und fixen Ort achten. Die Regelmäßigkeit führt oft dazu, dass dann Leute wiederkommen und dann wissen, okay, am Montag in der geraden Woche ist es dort und dort. Allgemein läuft es relativ gut. Schon alleine durch die zahlreichen Veranstaltungen im Zusammenhang mit der OB-Wahl sind wir ziemlich gut ausgelastet. Und darüber hinaus entwickelt sich halt vor sich hin. Vielen Dank. Dann schauen wir jetzt mal Bezirksverband Freiburg. Kann ich ein bisschen erzählen? In Freiburg sind derzeit weitere Aktionen geplant, beispielsweise eben ein Basistreffen mit den Grünen aus Freiburg, wo eben dann über das Thema Bürgerbeteiligung und Transparenz gesprochen wird. Einfach mal die unterschiedlichen Sichtweisen und Ideen zu dem Thema ausgetauscht werden. Aber sonst die ACTA-Vorbereitung gehen wieder los und das ist schon im Stand des Freiburg, oder? Weißt du auch noch, genau. Von der BZV? Leider im Moment nicht involviert. Gut. Dann kommen wir zum Kreisverband Konstanz. Sag ich nochmal, das ist da, oder? Nein. Gut, Kreisverband Konstanz ist diese Woche der Schatzmeister zurückgetreten. Laut dem allgemeinen Verständnis der Satzung heißt es, dass es wohl zu Neuwahlen kommen wird, falls man nicht den Kreisverband auflösen will, weil es wäre die 4. Neuwahl innerhalb etwa eines Jahres. Im Moment läuft auf der Mailingliste ein bisschen die Diskussion und es gibt irgendwie Für und Gegenstimmen. Wird man sehen, was bei rauskommt. Ich tendiere dazu anzunehmen, dass ein Beenden des Kreisverbands wohl eher nicht klappen wird, einfach weil die Satzung da recht massiv irgendwo Mitglieder haben müsste, die da dem zustimmen. Und ich glaube, da wird es dann vorher auch eher nochmal zu einer Vorstandsneuwahl kommen. Und nebenbei ist OB-Wahl am 1. Juli in Konstanz und da gibt es eine kleine Gruppe, die sich da jetzt irgendwie ein bisschen engagiert. Nächster Punkt war da dazu, sich zu überlegen, einen Wahlomaten zu machen. Also ein Wahlomat halt im Sinne von dieses Tool in irgendwie einer Form für die OB-Wahl. Nach ein bisschen Recherchieren habe ich irgendwie mit Tipps von anderen herausgefunden, es gibt einen Piratomat, der sowas prinzipiell schon mal kann, den man auch nehmen dürfte und könnte. Was ich ansonsten beim Recherchieren festgestellt habe, ist, wenn man sowas tut, sollte man versuchen, möglichst noch irgendwie mit anderen Parteien ein bisschen in Kontakt zu kommen, weil ansonsten ist zu befürchten, dass es heißt, dieses Ding ist rechtlich nicht haltbar, weil es nur irgendwo halt auf eine Partei abzielt und insofern nicht neutral genug wäre. Ob sich jetzt diese Gruppe entscheidet, da wirklich den Wahlomat dann zu machen und zu nehmen und dafür Fragen zu haben und mit anderen Organisationen zu sprechen, wird sich zeigen. Die treffen sich unter anderem, also zumindest ein Teil von heute nochmal. Wird man sehen, was an der Stelle bald rauskommt. Ich fände die Idee halt klasse, dass einfach dann der Landesverband irgendwie quasi so einen Piratomaten hätte und wann auch immer, wo auch immer irgendeine Gliederung eine Wahl hat, wo sie einfach finden, das wäre ein cooles Angebot, wenn man da sowas nutzen könnte, dann könnte man das auch einfach verwenden. Also von dem Punkt her fand ich diese Idee recht spannend. Und schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Irgendwas wollte ich noch, das habe ich aber schon wieder vergessen. Wenn es mir später noch anfällt, sage ich es noch. Fragen? Kurze Frage vom Protokoll. Aktuell Kennzahlen zum Thema Post, wurde gar nichts gesagt? Nee. Nein. Oder hat man die wurde nicht mal abgefragt. Also okay.
Die müsste ich noch mal nachfragen. Nichts Interessantes. Ah, stimmt, das war auch bei den Valomat und Konstanz, der Südkurier, also die örtliche Tageszeitung, hat zumindest auf Twitter angekündigt, eventuell einen machen zu wollen. Und deswegen ist jetzt auch nicht mehr ganz sicher, ob sie es jetzt trotzdem selber tun wollen oder nicht. Wird man sehen. Aber ändert an dem grundsätzlichen Tool und an dem Punkt, dass das cool wäre, wenn wir das auf der Landes-IT hätten, sodass man es halt für unterschiedliche Zwecke einsetzen kann, definitiv gar nichts. Ende. Super, Dankeschön. Kommen wir zum BZV Karlsruhe. Sven, willst du was sagen? Du warst ja auf der letzten Bezirksvorstandssitzung dabei. Oh. Ja, die war direkt stattgefunden RL in Mannheim, da war das Nordbaden-Treffen, so ein bisschen Kommunalpolitik mal anzustoßen. Im Bezirk war, ich habe das nicht ganz so im Kopf, es wurden so kleinere Details besprochen, Begrüßungsgeschenke, sowas in die Richtung, dass man da nochmal was machen wollte, so auch für die Reise. Dann wurde auch das Thema ich komme nicht drauf, ich war da, ich habe keine Ahnung. Ich kann dazu nicht weiter viel sagen. Das ist jetzt kalt erwischt. Sorry. War sonst noch jemand dazu? Sonst noch im Nordbaden-Treffen und kann vielleicht was dazu sagen? Ja, ich fand es interessant. Ich war am Samstag dort, konnte am Sonntag nicht zurückgehen, war am Sonntag hier in Stuttgart bei der Wahlparty. Ich fand es interessant, dass dort zwei Stadträte waren. Und wir haben in Pforzheim einen Stadtrat, der schon 20 Jahre aktiv ist, der zu unserem Stammtisch kommt. Und ich wollte eigentlich heute dazu einführen, dass ich glaube, es wichtig ist, dass man alle Stammtische, Kreise und wer auch immer auffordert, mit den existierenden Stadträten oder aktiven Kontakt aufzunehmen, von denen zu lernen, denen zu helfen. Und die werden automatisch an den Piraten interessiert. Die müssen nicht übertreten. In Mannheim war eine Stadträtin, die war in einer linken Koalition, die sich aufgelöst hat. Und die ist so piratig, wie sie nur sein kann. Aber ich bin der Meinung, man sollte einfach von uns aus als Piraten auf sie zugehen, sie zu unterstützen, weil sie jetzt Einzelkämpfer ist sozusagen. Und wenn sie sich uns anschließt, ist das gut. Aber ich glaube, da man was ändern will, kann man von den Etablierten lernen, denen helfen. Und das habe ich also in Pforzheim auch vor. Und ich möchte es einfach als meine Erkenntnis von der Mannheimer Gruppe treffen. Die hatten auch Fragen, wie man mehr Frauen unterstützt. Ich habe den Stuttgarter Frauenstammtisch erwähnt. Und die hatten dieselbe Frage, wie ich eigentlich auch zu dem hatte. Aber ich habe gesagt, ich soll mit denen Kontakt aufnehmen und was von denen lernen, was klappt und was nicht klappt. Und ich glaube, das sollte man wahrscheinlich überall irgendwie anstoßen und ermutigen, dass man es überall macht. Ne? Ansonsten war es ein gutes Treffen. Es gibt nur 4 Protokolle, wie ich gelesen habe, von 16 Gruppentreffen. Und das heißt also, die Ergebnisse überblicke ich noch nicht, aber an den 2 Gruppen, wo ich teilgenommen habe, die haben Protokoll geschrieben und ich fand die Zusammenarbeit produktiv. Ich fand aber auch, dass sie mangelnde Kenntnisse über was hier in Stuttgart oder schon wo in Baden-Württemberg läuft. Und ich habe also gesagt, dass man nach Heilbronn schauen sollte, wo man also dieses HN-Watch gemacht hat, diese Webseite, und dass man das als Beispiel nehmen sollte, dass man sich hier mehr anschließt an die Stuttgarter, dass man einfach lernt, wie sie anderswo schon gemacht haben, dass man nicht jedes Mal das Rad neu erfindet. Ne? Das Treffen war gut, der Platz war gut, die Leute waren furchtbar nett. Also prima. Super, Dankeschön. Ja, Sven, du darfst gleich nochmal. Kreisverband Karlsruhe-Land. Ja, kann ich gleich anschließen. Wir waren am Dritt, glaube ich, sonntags dann am Nordbaden-Treffen. Ganz so, was Elka gesagt hat, stimmt soweit hin. Nur also für den Kreis ist vielleicht auch interessant, also ein bisschen thematisch und auch in der Qualität, was da auf den Workshops besprochen wurde, wir sind da wirklich also bei den Basics irgendwie, wo teilweise erstmal auch geklärt werden muss,
Gemeinderat, Kreistag, wie sich das zusammensetzt. Also da haben wir bis 2014 noch viel Arbeit vor uns. Ansonsten Karlsruhe Land. Wir hatten nach der Saarlandwahl den einen oder anderen, also wir haben einen neuen Stammtisch gegründet, den 5. im Landkreis, der läuft jetzt auch ganz gut. Bei mir am Stammtisch gab es so diese interessierten neuen Mitglieder oder generell nicht unbedingt neue Mitglieder, sondern Leute, die jetzt interessiert waren und auffällig waren mit Randmeinungen oder so, hatten wir da jetzt halt auch bei uns so ein paar Leute. Jetzt nicht irgendwie extrem, sondern einfach also ein bisschen verquer auch. Und es war dann, wir müssen das ein bisschen, das ist schwierig zu organisieren. Der letzte Stammtisch war relativ gut. Aber ja, wenn man dann so überrannt wird, wenn man einen Stammtisch hat mit 4-5 Leuten und es kommen 15 Gäste, ist schwierig zu organisieren. Ansonsten Verwaltungsarbeit im Vorstand klappt sehr gut, läuft eigentlich soweit alles. Und ja, wir hatten, glaube ich, diese Woche war von der CDU, von der Jungen Union in Ettlingen, die haben da was organisiert wegen ACTA, da war der Europaabgeordnete Kaspari und da waren dann auch einige Piraten dort und haben sich das angeschaut. Es waren 30 Gäste, davon 8 Piraten und wurde dann, glaube ich, denke ich auch relativ kontrovers diskutiert. Also weil es selten, dass es sowas in der Peripherie gerade so solche Veranstaltungen gibt und wenn, dann schaffen wir es da so ein paar Leute hinzuschicken. Das ist ganz okay soweit. Ich glaube, das war es, was derzeit gilt. Super, danke schön. Kommen wir zum Kreis über Brastadt Baden-Baden. Da ist wohl der Lokalrat. Ich kann jetzt auch nicht allzu viel zu sagen. Ich weiß nur, dass dort in den nächsten Wochen viele Infostände geplant sind. Jedenfalls, soweit ich das mitbekommen habe. Und dass die Planung für die Aufstellungsversammlung Direktkandidaten oder Direktkandidat, weil es ja ein Wahlkreis ist, auch schon begonnen wurden. Aber ja. Mehr gibt es da, glaube ich, erstmal noch nicht zu sagen. Dann kommen wir zum Kreisverband Rhein-Neckar-Heidelberg. Ist niemand da? Okay. Machen wir gleich weiter. BZV Stuttgart. Ich war auf der letzten Real-Life-Vorstandssitzung, die hat am letzten Montag in der Krone stattgefunden, wo sonst immer die Stuttgarter Stammtische sind. Da wurde eigentlich jetzt nicht so viel Neues beschlossen. Was überlegt wurde, war auch solche Aufsteller anzuschaffen, wie sie die Bayern haben, die man quasi hinter eine Bühne stellen kann. Roll-ups, ja genau. Das wurde da diskutiert. Dann der Bezirksparteitag wird ausgeschrieben. Das wurde auch angesprochen. Ansonsten, was hatten wir noch? Satzungsklausur wird auch die Kaperbriefe wurden verteilt. Das ist aber, glaube ich, auch nichts so Besonderes. Und ansonsten läuft es wohl ganz gut alles. Mitgliederansturm natürlich. Und ja, da wurde eben sehr viel, gerade die Richtung Verwaltung besprochen, wie sie das regeln. Weißt du, was diese Roll-Ups so ungefähr kosten? Oh, also wurden da irgendwie über Preise oder über den Preisrahmen gesprochen oder so? Ich glaube, ich habe was gelesen, hat einer gesagt, sie hätten so um 75 Euro bezahlt dafür. Aber ich könnte jetzt nicht mehr sagen, wo das war. Das ging mir jetzt nur einfach so ungefähr. Ja. Aber die Frage kam auf und dann wurde irgendwo verlinkt, das haben wir bezahlt. Was ich jetzt auch gehört habe, um die 60 Euro, wenn man halt mehr bestellt, dann... Das wäre ja prinzipiell auch noch eine Überlegung, dass der Landesverband sich da vielleicht auch noch irgendwie ein oder zwei leistet oder so, oder vielleicht da noch ein drittes an. Ja, die kamen ja in Heidenheim so gut an. Okay. Ich hätte eine Frage an ihn. Gibt es was Neues über dieses Büro, das im Juni, wie ich mich erinnere, hier in Stuttgart geben soll? Das ist aber wahrscheinlich nicht BZV, da fragt am besten dann Seimer vor. Ja, okay. Also, wer auch immer, ich weiß ja nicht mehr. Soll ich dazu ein, zwei Worte sagen? Ja. Ein Piratenmitglied aus dem Rems-Murr-Kreis wird ab Juni in Stuttgart ein Büro eröffnen.
Allerdings folgen seine Partner erst Ende des Jahres nach. Bis dahin sind 2/3 der Räume leerstehend und wir erhalten die zum fast Selbstkostenpreis. Wir haben eine Spendensammelaktion dafür angedacht. Das heißt, wir werden, damit wir es nicht aus dem regulären Budget, das wir für den OB-Wahlkampf und nächstes Jahr auch für die Bundestagswahl benötigen, bestreiten müssen, extra Spenden sammeln und haben dann dort mehrere Büroräume, die sich vorübergehend nutzen lassen. Das heißt, wir haben endlich unser Platzproblem erschlagen, da wir in Stuttgart derzeit unter massiver Platznot leiden. Ich erinnere mich, das waren 100 plus Quadratmeter, 105. Ja. Und die Wohnkosten waren 280 Euro im Monat. Also das ist also die Heizungskosten, nicht die Mietkosten. Aber das hätten wir für ungefähr ein halbes Jahr für sagenhaft. Ne? Also. Und das ist am Laufen, immer noch Juni. Klasse. So ein paar Spendenzusagen haben wir schon zusammen, aber wir müssen es ja nochmal in die Gänge kriegen, jo, klar, dass wir das dann vollständig finanziert bekommen. Okay, Dankeschön. Dann kommen wir zum Kreisverband Heilbronn. Okay, machen wir weiter mit dem Kreisverband Ludwigsburg. Da bin ich hier. Wir hatten jetzt beim letzten Stammtisch aktuell 130 Mitglieder, davon alleine 5 nach der Schleswig-Holstein-Wahl. Haben einen Vortrag gehalten zum fahrscheinlosen ÖPNV. Das wird jetzt auch die nächste Zeit regulär sein, dass wir Vorträge halten, gerade zu aktuellen Themen. Also der nächste wäre jetzt zum Thema Urheberrecht, der gehalten wird am 24. Momentan sind wir dran, die Infostände verstärkt zu nutzen. Also sprich, wir haben jetzt am 19.05. einen Bietigheim für Ditzingen, Ludwigsburg und Fellbach sind weiter in Planung. Fellbach ist so ziemlich das Beste, was uns passieren kann von den Bedingungen, die die stellen. Es kostet nichts. Wir können jederzeit hin, wir dürfen bloß nicht den Marktbetrieb einschränken. Das heißt, wir stellen uns dann halt so hin, dass wir eben nicht die anderen behindern und dann können wir da jederzeit hingehen. Dann haben wir die AG Kommunalpolitik bei uns nochmal angestoßen. Das hatten wir schon vor knapp 2 Jahren. Da lief es allerdings nicht so gut, weil das Interesse nicht so da war und auch nicht die Manpower dahinter stand. Jetzt mit unseren knapp 130 Mitgliedern, wo wir auch jedes Mal so um die 20 Stück am Stammtisch haben, läuft das Ganze ein bisschen besser. Deswegen haben wir das nochmal angestoßen. Und am 23. treffen wir uns mit den liberalen Senioren. Die haben bei uns angefragt, ob wir mal zu denen zu Besuch kommen können. Und mal über die piratigen Themen Richtung Senioren eben uns unterhalten können mit denen. Dann kommen wir jetzt zum Kreisverband Heidelheim. Ja, so frei Schnauze, was davon zu erzählen, ist recht schön und gut. Wir haben gerade ein paar Probleme, was unsere Vorstellung angeht, leider. Das ist mal am Lösen, oder versuchen wir es zumindest. Wir haben nach 4 Monaten nach der Gründung immer noch ein Bankkonto. Anscheinend sind der Landes-IT und dem OTHS-System noch Probleme zu geben. Jetzt sind Gedanken, da eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen. Ja, ich habe jetzt an den Vorstand eine größere E-Mail geschrieben, wie es jetzt mal weiterlaufen soll. Sie sollen sich mal Gedanken machen. Die haben heute Abend Stammtisch. Wollen sich dann nochmals aussprechen. Es gab schon eine große Aussprache und danach hat es den Anschein gehabt, dass alles wieder funktioniert. Das war dann doch nicht so. Ja, der Infostand war laut Marco ziemlich gut besetzt gestern. Ja, ich hoffe mal, dass der Kreisverband aus dem Loch endlich rauskommt und wir produktiv Arbeit machen können und uns auch auf Neumitgliedergewinnung und sonstige Themen wieder besinnen können und wie gesagt einfach produktiv arbeiten, ohne diesen kleinen Problemhaken, den es da in den Fall gibt. Okay, Dankeschön. Kommen wir zum BZV Tübingen. Nee, nichts Neues, nicht wirklich Großartiges. Wir haben unsere Grundsatzprogramme bekommen, auf dem Dienstleiter. Werden die auch weitergeben, also Ulm hat schon einen Anteil.
Heute werde ich wieder auch noch los, wie ich sehe. Und war ein Gruß. Ja, unterschrieben. Okay. Ist eine Kiste voll. Ich habe nur Nuller da, deswegen. Achso, okay. Ja, ansonsten nichts großartiges Neues. Abgesehen davon, dass unser Vorsitzender sich gefangen hat. Das ist ja schon mal sehr hilfreich. Bravo. Okay, danke schön. Kommen wir zum Kreisverband Ravensburg, Bodenseekreis. Nee. Da. Dann kommen wir zum Kreisverband Reutlingen, Tübingen. Ich muss erzählen. Ja. Im Moment ist bei uns relativ viel los. Wir sind von zwei Stammtischen jetzt auf die in Reutlingen, Tübingen abwechselnd jede Woche stattgefunden haben, auf zwei weitere gegründet. Und zwar einen oben in Hechingen-Münzingen, also oben auf der Alp. Und weil es zum ersten Mal stattgefunden und kamen überraschenderweise sogar 8-9 Leute, davon die Hälfte neu. Dann haben wir Rottenburg neu gegründet, da kamen noch nicht so viele. Wir haben da relativ viele neue Mitglieder in den letzten 2-3 Wochen bekommen. Also wir hoffen, dass es dann mit monatlichen Stammtischen auch in der Gegend ein bisschen besser wird. Es gibt eine neue Hochschulgruppe, es hat endlich geklappt, dass wir da doch 8 bis 10 aktive Leute haben. Thema dort ist wirklich, Kandidaten zu finden, die auch bereit wären, in den einzelnen Gremien sich wählen zu lassen, weil es doch etwas Arbeit ist. Also Astron ähnliches. Ich glaube, da arbeiten sie noch dran, ob sie irgendjemand darüber reden können. Weil auch da die Chancen. Das ist gut. Also kannst du dir noch ein bisschen Update geben. Achso, ja. Kannst du nachmachen. So, was machen wir sonst? Die Stammtische selber laufen gerade unheimlich gut. Also in den letzten 6 Wochen haben sich verdreifacht, vervierfacht von den Teilnehmerzahlen. Was natürlich auch das Problem ist, jede Menge neue Leute. Das heißt, wir fangen eigentlich immer wieder von neuem an, über die Tools der Piratenpartei zu referieren und die Hälfte der Zeit dann auch politisch zu diskutieren. Also viel organisatorisches eigentlich, wo eben sehr viele Leute erstmal reinschnuppern wollen, wie das Leben bei den Piraten ist. Wir haben inzwischen auch einen Stadtrat aus Tübingen dabei, der jetzt auch schon regelmäßig kommt und uns praktisch informiert, was da stattfindet. Das ist ein ehemaliger Freier Wähler, der auch schon seit so 20 Jahren dort im Gemeinderat ist und gerade von den Freien Wählern ausgetreten ist. Also er ist jetzt heimatlos und fühlt sich bei den Piraten recht wohl. Was auch ein bisschen interessant ist, festzustellen, so ein Gemeinderat ist mehr als ein Vollzeitjob. Also man sieht in solchen großen Kreisstädten wie Beutling, Tübingen, schätzen, dann ist es ähnlich. Bedeutet das wirklich 20 bis 30 Stunden pro Woche mit 2 Abenden, die komplett weg sind, bis teilweise Mitternacht in irgendwelchen Sitzungen. Sehr viel Lesen, also für jede Gemeinderatssitzung kriegen die hunderte von Seiten, die sich vorbereiten müssen. Das war doch etwas schockierend zu sehen, wie viel Arbeit das eigentlich bereitet. Deswegen auch große Diskussion bei uns, inwieweit wir wirklich Gemeinderäte ändern wollen und dort überhaupt keine Daten finden, die da bereit wären, reinzugehen. Dann haben wir zum Thema Bundestagswahl soweit Organisation fertig, dass wir Termine für Juli schon mal ins Auge gefasst haben. Wir werden nächste Woche beschließen, wann genau im Juli. Wir werden Reutlingen und Tübingen machen. Reutlingen alleine in Tübingen mit Hilfe vom Bezirksverband, weil wir da noch einen halben anderen Kreis dazu bekommen haben, Hohenzollern, irgendwas. Und da wird uns der Bezirksverband mit der Einladung helfen. Und den ersten prominenten Direktkandidaten für Tübingen gibt es sicher heute. Nee. Den ersten prominenten Direktkandidaten für Tübingen habt ihr sicher auf Twitter schon mitgekriegt. Tia Sales hat sich als Direktkandidat schon mal geoutet. Das heißt, wir haben sicher eine spannende Wahl dann vor uns, wer Direktkandidat wird. Cool. Soweit von Tübingen, Freundling. Okay, Dankeschön. Dann kommen wir zum Kreisverband Adkul. Ja, okay. Gut, ein Konto haben wir eröffnet. Das hat alles geklappt. Jetzt planen wir eigentlich die Akte-Demo, die am 9.6. stattfindet, beziehungsweise die Vorbereitung, die Infostände 2 Wochen davor halt. Ansonsten im Juli, August wird wahrscheinlich im Sommerfest, ein parteiübergreifendes Sommerfest stattfinden. Ja, und die Stammtische, also recht gut besucht, also viele Interessenten, also immer so über 20.
auch noch so einen Stammtisch, der so über die Dörfer Stammtisch zieht, Ulm, oder? Stammtisch Eching und wir haben einen Wanderstammtisch. Und der ist auch richtig gut. Der Wanderstammtisch ist auch richtig gut, oder? Ja, das ist richtig gut besucht. Weil er ist dann wahrscheinlich mal da, mal dort. Genau, das aber es funktioniert immer. Das war jetzt der zweite und der war auch gut besucht. Okay. Ja. Weil das finde ich spannende Idee zu sagen, man geht dann doch mal an unterschiedliche Stellen hin, innerhalb vom Kreis, wo sich es vielleicht nicht lohnt, einen fest zu etablieren, aber... Genau, so alle drei, vier Wochen irgendwo in eine andere Location und dann, es gibt halt viele Interessenten, die haben halt wirklich keine Zeit während der Woche und dann an einem Samstag oder einem Sonntag halt einfach haben die Leute halt Zeit. Klasse. Ja. Dankeschön. So, jetzt kommen wir zum das Lieblingsthema, den Postfachtest. Ja, ich meine, wenn man nichts mehr braucht, ist alles gut, ne? Ja. Also, Postfachtest war... Ich glaube Januar oder so, wo es dann mal endgültig klar war, dass immer wieder irgendwelche Rückfragen kommen, es wäre irgendwas ans Postfach geschickt worden und kam am Postfach nie an. Daraufhin gab es die Idee, einen Postfachtest zu machen und einfach mal relativ viel dokumentiert dorthin zu schicken und dann zu gucken, was davon ist angekommen oder ist alles angekommen, wie lange hat es gedauert und ähnliches. Ja, beim Verschicken war es schon... finde ich relativ übersichtlich, also es waren glaube ich drei, die irgendwie oder vier oder so, die wirklich was geschickt haben. Ansonsten trotz mehrerer Versuche über die Vorstandsliste Baden-Württemberg irgendwie so ein bisschen mehr zu motivieren, mal ein Kärtchen zu schicken, kam nicht wahnsinnig viel. Und das nächste Problem war, dass der Thomas Weber dann das Postfach nicht wirklich regelmäßig geleert hat. Das heißt, es ist eigentlich nicht wirklich klar, was von diesen Dingen wann tatsächlich angekommen ist oder auch nicht. Also, oder vielleicht bis heute nicht da ist. Frage ist jetzt einfach, im Moment haben wir in letzter Zeit, soweit ich es mitgekriegt habe, keine Rückfragen, dass irgendwas verloren gegangen ist. Wenn sich es einfach erledigt hat, gut, dann sollte man zumindest noch irgendwie ein, zwei waren noch außerhalb von Baden-Württemberg, die sich für das Thema Postfachtest als solches interessiert haben, zumindest noch rückmelden, dass wir halt keine Aussagen drüber machen können. Ja, oder halt, falls wir immer noch das Gefühl haben, es ist nicht so wirklich sicher, was da ankommt, dass man es einfach nochmal neu anlöst und vielleicht nochmal mit einem größeren Maß macht. Aber dann müsste halt vorher klar sein, wer macht das am Postfach oder macht man irgendwie eine Weiterleitung und wenn, an wen. Und also, ja, ein Postfach testen und nachher nicht gucken, was angekommen ist, ist irgendwie unsinnig. Also es kommen sehr viele Briefe in unserem Postfach an. Mhm. Und Rückfragen bezüglich Briefen, die angeblich nicht angekommen sind, beziehen sich alle auf die Zeit vor unserer Amtszeit. Okay. Weil ich habe auch keine Anfrage gehabt, dass jemand behauptet hat, er hätte uns einen Brief geschickt, der nicht angekommen ist. Ja, also den Eindruck hatte ich eben auch insofern. Ja. Es gab ja bei dem Postfachtest noch eine Excel-Liste, in die man sich eingetragen hat. Sind die wenigstens alle angekommen? Keine Ahnung. Das ist der nächste Punkt, das hätte ich eben gerne gewusst. Weil ich weiß nur, dass ich ganz viele geschickt habe, aber ich weiß nicht, ob auch nur eins davon ankommen ist. Also geht mir genauso und ich habe auch die Umschläge dementsprechend markiert gehabt und habe sie dementsprechend noch eingetragen gehabt. Also ich habe sie auch alle irgendwie fotografiert, also ich könnte nachweisen, was irgendwie hätte angekommen sein müssen, also von dämlichen Bärchenpostkarten über hochoffizielle Briefe, ja natürlich. Also mir ist das Unterstrich egal. Thomas Weber sagte irgendwann, dass manche den Mitgliedsantrag vom Baden-Württemberg-Flyer einfach nur als diesen relativ dünnen Zettel schicken und dass das halt unter Umständen da leichter verloren gehen kann als irgendwas anderes. Da hatte ich leider nur noch einen veralteten, da konnte ich nicht viele schicken, aber so, ich habe auch sowas und dann irgendwie dünne Postkarten genauso wie irgendwie Briefe, weil mir ging es auch ein bisschen drum an verschiedene Spektrum und habe das dann auch mit verschiedenen Handschriften versehen, also durchaus von der Kinderschrift, irgendwie so mein Papi ist auch Pirat, ich finde euch toll, bis hin zu offizieller Mitgliedsantrag. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob das angekommen ist oder nicht. Also es kommen auch solche Postkarten-Mitgliedsanträge an, die aus dem ehemaligen Landesflyer stammen, kommen an. Wie gesagt, es gab keine Rückmeldung, dass jemand irgendwas vermisst hätte. Ich habe jetzt seit, ich weiß nicht, wann diese Testbriefe alle verschickt wurden. Also 10. Januar habe ich im Gedächtnis. Gut, also seit meinem Amtsantritt Anfang März kamen keine Testbriefe an, außer irgendeiner komischen
Urlaubspostcard, die ich nicht genau zuordnen konnte. Und ich habe auch, ich habe vom Thomas bis jetzt keine Testbriefe übergeben bekommen in der Art und Weise. Ich habe heute nochmal ein Paket mit Post bekommen, die von Thomas stammt, die wohl aus dem ersten Quartal 2012 stammt. Also möchte ich mal reingucken, ob da vielleicht irgendwelche Testbriefe dabei sind. Sind nicht dabei. Weil die Frage ist halt, ist das dann überhaupt angekommen oder ist davon gar nichts angekommen oder falls ja, was ist damit passiert? Ich habe halt kein gutes Gefühl, auch wenn es jetzt im Moment irgendwie scheint, kein Problem mehr gibt, aber so, ich wäre gerne sicher, dass Post auch da ankommt, wenn sie ankommen soll, und zwar in jedweder Form. Ja, also der Postfachtest an sich, jetzt nachzuvollziehen, was passiert ist, für uns unmöglich. Zum Thema Weiterleitung haben wir ja gesagt, wir machen eine zu unserer virtuellen Geschäftsstelle auf Carsten. Das würde ich jetzt auch so weitermachen. Also sprich Carsten die Weiterleitung einrichten und danach eventuell nochmal einen Postfachtest machen, weil da wissen wir, dass es eventuell ein bisschen zuverlässiger, nicht eventuell, es ist zuverlässiger. Also betrachten wir den Antrag als warmletter Versuch und machen dann einfach einen neuen, sobald die Weiterleitung sicher steht. Danke. Gut. Ich bin mit euch zufrieden. Dankeschön. So, dann kommen wir zu Versandkosten, Mitgliedsausweis und ist ein Antrag von Nein. Nein, würdest du dir ein bisschen vorstellen? Ja, ich habe ungefähr 850 Mitgliedsausweise zu Hause für Mitglieder, die nach dem Bundesparteitag in Bingen beigetreten sind. Allerdings nicht alle Mitglieder seitdem, also das sind jetzt ja ungefähr 1.500, das heißt ungefähr die Hälfte wartet auf ihren Mitgliedsausweis. Danach, die würde ich gerne zuschicken an die einzelnen Mitglieder. Dafür brauche ich ein Porto, ein Budget-Porto. Quatsch, ein Porto-Budget. Das ist es. Genau. Der Versand würde per Infobrief erfolgen, Deutsche Post. Da entstehen Kosten von maximal 377,53 Euro für alle 855 Mitgliedsausweise. Ich muss nicht alle verschicken, weil von denen sind einige inzwischen schon ausgetreten. Andere. Gib mal den Nummer noch. Also die sind seitdem in den letzten Diensten ausgetreten, nachdem sie informiert wurden, dass wir es ihnen ihre Mitgliedsausweise zuschicken können. Andere waren einfach falsch gefertigte Doppelungen. Also wir hatten teilweise Doppelungen in der Datenbank drin, die wurden doppelt gefertigt. Sind aber inzwischen identifiziert worden, müssen also nicht mehr verschickt werden. Das werden also weniger als 377 Euro werden. Dazu kommen nochmal ungefähr 42 Euro, also davon kommen dazu kommen noch 42,30 Euro für Material, Briefumschläge und Papier. Bedeutet insgesamt so 420 Euro. Ich würde einfach gerne ein Budget von 450 Euro haben für diese Aktion. Wie gesagt, Versenden von Mitgliedsausweisen an über 800 Mitglieder. Zur Info, dasselbe wird dann nochmal in ungefähr 3 Monaten passieren, weil wir jetzt natürlich noch mehrere hundert Mitglieder haben, für die noch kein Ausweis gefertigt wurde. Das wird also im Ende Juli, Anfang August nochmal so eine Versendeaktion geben. Stattdessen freiwillige Fahrradkuriere, die das irgendwie durchs Ländle fahren oder so? Ja, das ist ja auch ganz wenig. Es gibt vielleicht eine Gliederung. Ja, eben. Die Ausweise sind nach Mitgliedsnummern sortiert. Super. Also, du bist 3 Tage dran, wenn du sie dann hier holst. Ich hab schon organisiert für nächstes Wochenende ein paar Freiwillige aus Karlsruhe, die mir dabei helfen, diese Mitgliedsausweise einzutüten und mit entsprechenden Adressen der Empfänger. Und wir sind da bestimmt mindestens den ganzen Nachmittag beschäftigt. Ich glaube, wenn wir das Ganze an die Untergliederungen weggeben, da sparen wir uns vielleicht 10% an Portokosten. Aber es kommen ja nicht alle Leute, die jetzt hier Mitgliedsausweise bekommen, regelmäßig irgendwelche Stammtischen oder so. Das heißt, ich glaube nicht, dass wir damit mehr 10% Portokosten bezahlen können. Wir haben dann vielleicht 10 Untergliederungen oder 15 Untergliederungen.
die alle diese Massen-E-Mail, Massenbriefe verschicken müssen. Die können teilweise nicht diese Infopost, Infobrief-Vergünstigungen in Anspruch nehmen. Und es dauert dann wahrscheinlich auch sehr viel länger, bis die Mitglieder ihre Ausweite bekommen. Insofern fände ich schon sinnvoll, das Geld jetzt zu investieren. Also Nati möchte keine Tourenstände machen oder so mit dem Fahrrad hier fahren. Du wirst. Schade, dass du dich auch nicht selber heute mitgebracht hast. Ich meine, wir haben so viele Unterbiederungen da, hättest du gleich losfahren können. Ja, dann hätte ich Wie gesagt, ich habe momentan eine Riesenkiste zu Hause, die wiegt ungefähr 10 Kilo und die sind nach Mitgliedsnummern sortiert. Wir hätten natürlich jetzt uns das alles runterklappen können, aber ich glaube, wir haben heute Besseres zu tun. Jetzt hier machst du es zu spät, glaube ich. Okay, kommt dann Willkommensbrief rein oder nur? Also, wenn es wirklich mal ein Mitglied kurz nach Bingen eingetreten ist und jetzt noch eine Willkommensmail bekommt. Naja, aber so generell, wissen der Vorstand, dein Stammtisch, das und das, Wiki, findest du da und da, so irgendwas? Nee, ich hatte, also wir, der Punkt bei diesem Infopost ist, man darf. Die müssen inhaltlich alle gleich sein. Du darfst also nur Namen austauschen. Und man darf auch nicht in Zeilen wechseln. Also es ist sehr aufwendig. Und ich möchte jetzt auch nicht den Aufwand machen und die Leute jetzt eben nach Gliederungen. Ich habe mir auch überlegt, ob ich vielleicht noch irgendwie raussuche. Wer hat noch nicht bezahlt? Und dann eine Aufforderung, den Mitgliedsbeitrag zu bezahlen, reinzumachen. Aber das wird zu kompliziert. Wir können wirklich einen einfachen Brief an alle schicken. Ohne viel Inhalt. Ich habe die Leute, die einen Mitgliedsausweis bekommen, vor einer Woche schon per E-Mail vorinformiert, dass sie irgendwann demnächst einen Mitgliedsausweis bekommen werden. Und eben auch darum gebeten, dass sie uns ihre neue Adresse mitteilen. Wir haben auch inzwischen seit dieser E-Mail ungefähr 100 Umzugsmeldungen erhalten. Das heißt, die Ausweise werden dann auch kurzzeitig an die korrekte Adresse zugestellt werden können. Hattest du die alte Adresse drin oder in der Mail? Hattest du die alte Adresse drin in der Mail oder kann man die einfach suchen? Ja, ich habe die alte Adresse in der E-Mail drin. Sie sagt, das ist unsere Adresse. Wenn du inzwischen eine andere Adresse hast, bitte sagen, dass das geht. Okay, keine weiteren Wortmeldungen. Ja, dann würde ich sagen, wir stehen über diesen Antrag ab. Ich bin im Handzeichen, wer ist dafür? Ein Fahrradkurier gibt, dann bin ich halt dafür. Okay. Gegenprobe, wer ist dagegen? Findet sich niemand. Mehr. Wer enthält sich? Gut. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Okay, kommen wir zum nächsten Punkt. Antrag, der ist von mir eingereicht worden, und zwar die Entscheidung, dass wir das offiziell beschließen, die Aufteilung des Landesparteitages in zwei verschiedene Veranstaltungen. Einmal Antrag 1 mit der Möglichkeit, diese Veranstaltung zu vertagen, und zwar die Aufstellungsversammlung. Und am Tag 2, sofern wir noch dazu kommen, den Landesparteitag zu machen. Als Programm und Satzungsparteitag. Grund dafür ist, dass bei einer Aufstellungsversammlung andere Regelungen für die Akkreditierung gelten als beim Landesparteitag. Und ja, haben sich rein auf formal früh. Gibt es dazu Fragen? Ich frage mich, ob wir es überhaupt hinkriegen, ob wir es wirklich realistisch hinkriegen, an einem Tag aufzustellen. Das stelle ich mal. Ich kann es mir nicht vorstellen. Deswegen wäre die Option mit Vertagung auf den zweiten Tag und dann danach erst den Landesparteitag. Genau. Ob es Sinn macht. Wenn wir Glück haben, schaffst du es an einem Tag. Wenn wir Pech haben, brauchen wir beide Vollzeit. Wie lange wird die Liste? Bis jetzt ist sie noch sehr überschaubar. Ja, wie lange müssen Sie es mindestens sein? 23. Waren wir früher noch Bewerber? Ja, wir waren noch bei 300. Ja gut, die kommen ja da nicht. Doch. Die drei Kandidaten haben damit ja nichts. Die werden dort nicht ausgewählt, aber ich bin. Die drei Kandidaten sind Regellistenkandidaten. Also so. Bisher ist es so, dass alle, die eine sich im Mitglied eingetragen haben als Direktkandidat, auch für die Landesliste kandidieren müssen. Wäre doof, finde ich. Das ist jedem sein eigener Entscheid.
Also das kann das im Prinzip fließend übergehen vom Aufsteller. Nein, es müssen einmal alle die Räumlichkeiten quasi verlassen und sich neu akkreditieren. Das ist schon klar, aber vom zeitlichen her. Ja, genau. Gut, okay. Von zeitlichen zu wenig. Kurze Frage, was würdet ihr denn am Landesparteitag machen wollen? Programm und Satzung. Haben es da nötig? Wir haben noch einen Haufen Satzungsänderungsanträge aus Heidenheim, die noch offen sind, die im Prinzip verschoben sind und auf dem nächsten Landesparteitag. Wann auch immer der ist. Da ja die Ausstellungsversammlung, also der Ort dafür ist ja relativ günstig, wäre es dann jetzt vielleicht im Budget noch einen echten, richtigen LPT zu machen, irgendwie, oder dass man nächstes Jahr drei hat, eventuell, oder dann natürlich planen, keine Ahnung. Schatzmeister sagt nein. Nicht, okay. Und ansonsten halte ich es für unrealistisch, dass da irgendwas mit LPT geht, wenn man sieht, was Niedersachsen in der WM. Wir wollen uns einfach nur die Möglichkeit offen haben. Das heißt nicht, dass wir es machen, sondern nur, dass wir die Möglichkeit haben, es überhaupt zu machen. Wenn wir die Kosten von der Neu jetzt nochmal halbieren, dann können wir es machen, kein Problem. Auf der Wiese. Ja, klar. Okay, keine Wortmeldung mehr. Ich würde gerne noch ein Protokoll korrigieren. Da steht aktuell bei der Aufstellungsversammlung ist jedes Mitglied des Landesverbandes Stimmrecht, das stimmt nicht. Das sind alle Mitglieder der Partei mit Erstwohnsitz in Baden-Württemberg, aber nicht alle Mitglieder des Landesverbandes stimmberechtigt. Okay, das würde ich bitte zu korrigieren. Selbst die nicht stimmberechtigt. Jedes Mitglied der Verwaltung. Also wir haben in Baden-Württemberg eben auch Mitglieder des Landesverbandes, die keinen Wohnsitz in Baden-Württemberg besitzen. Umgekehrt haben wir auch Mitglieder mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, die aber Mitglieder in einem anderen Landesverband sind. Struktur, Erstwohnsitz in Baden-Württemberg. Erstwohnsitz, genau, das meine ich dann. Okay, dann lesen wir vor. Wir müssen an beiden Tagen, beziehungsweise nach einer Auflösung an den Leuten. Der Landesverband hat nur beschließt, die am 15.09. 16.09. schon für eine Mitgliederversammlung auf Landesebene wie folgt aufzuteilen. Erster Tag Aufstellungsversammlung zur Landesliste, Bundestag 2013, mit der Möglichkeit zur Verteilung. Zweiter Tag, Landesparteitag, Programm und Satzungsparteitag. Der Hinweis wurde geändert. Bei der Aufstellungsversammlung ist jedes Mitglied der Piratenpartei Deutschland mit Erstwohnsitz in Baden-Württemberg unabhängig vom Bezahlstatus Stimmrecht. Okay. Danke. Kommen wir zur Abstimmung. Dafür? Einstimmung. Okay. Dagegen? Gegen Vorwurf. Also komm, Sie Leute, wenn der das eindeutig sieht, müssen wir keine Gegenvorwürfe machen. Gut, also einstimmig. Sie bringen da noch hin. Bist du sicher? Ja. Gut, dann kommen wir. Ich auch noch. Kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Wieder ein Antrag von mir. Der Landesvorstand beschließt, die Wiki-Seite für die den Aufstellungs- und Landesparteitag zu erstellen zu lassen. Hierbei sollen in Anlehnung an die Wiki-Seite zur LPT 2012.1 entsprechend Unterseiten für Versammlungsämter sowie Programm- und Satzungsänderungsanträge, Antragsobjekt, angelegt werden. Eine Seite für Kandidaten zur Ausstellungsversammlung hat Hannes ja bereits erstellt. Geht es jetzt nur um die Wiki-Seite? Ja. Jetzt brauchen wir noch Beschluss. Kannst du mir das beschließen? Ja, kann ich dir nicht sagen, du hast den Job. Kannst du mir auch sagen. Also ich möchte an dem Antrag kritisieren, dass es kein Verantwortlicher klar benannt. Vorstand. Ich bin schon dran. Achso, na gut, ja. Super. Du hast ich schon bloß, fertig. Ich möchte bloß nicht vorgreifen, etwas ins Wiki zu stellen, das schon öffentlich zu machen, bevor es überhaupt klar ist. Du hast am Montag erst den Termin zu besichtigen. Genau, ich habe... Du musst noch machen, gut, das kann ich jetzt gleich auch noch sagen, wenn einer von euch noch was Spezielles... Ja. Haben wir bis zum September hat mir schon was gesagt, was ich morgen mir anschauen soll, auf was ich achten soll, das sollst du mir bitte noch sagen. Und Wiki-Seiten habe ich schon angefangen vorzubereiten, offline. Und das hätte ich in einem Rutsch nämlich dann alles auf einen Schlag online gestellt. Gut, dann stimmen wir aber nur darüber ab, ob er den Job hat. Wer dagegen stimmt, kriegt ihn selber. Ja, dann stimme ich doch dagegen. Du hast den Job. Dankeschön. Das gehört dazu, dachte ich. Ja, okay. Wenn du so siehst, finde ich gut. Okay. Ich habe noch was. Und zwar, ich möchte beantragen, dass wir alle Untergliederungen in Baden-Württemberg auffordern,
die Aufstellungsversammlung der Direktkandidaten schnellstmöglich zu organisieren, durchzuführen, auf jeden Fall vor der Aufstellungsversammlung zur Landesliste. Wortmeldung? Warum? Begründung ist ganz einfach. Ich sehe an der Aufstellungsversammlung sehr großes Potenzial, was Presse angeht. Die wird sich dafür sehr stark interessieren. Und es wäre eine Gelegenheit, alle Kandidaten, unabhängig, ob sie nur direkt oder nur Landesliste sind, weil ich davon ausgehe, dass alle Kandidaten da sein werden, die gesammelt der Presse vorzustellen und das komplette Wahlkampfteam oder beziehungsweise die kompletten Kandidaten des Landesverbandes Baden-Württemberg zur Bundestagswahl gesammelt auf einen Schlag zu präsentieren und der Presse zum Spaß vorzuwerfen. Also ich weiß, dass einige Stammtische und auch zum Beispiel gestern habe ich mit meinem Kreisvorstand gesprochen. Deswegen hat er mir lassen uns Zeit. Wir machen das in Ruhe. Wir haben ja Zeit bis Juni nächsten Jahres. Und wir brauchen da jetzt nicht hetzen. Vor allem das Hauptargument ist immer, du stellst jetzt im Juni, August auf und hast einen Direktkandidaten, ist der dann nächstes Jahr zur Bundestagswahl immer noch da? Ja, aber da ist das Risiko vielleicht etwas geringer. Und das ist das Hauptargument, das viele sehen. Und sagen sie, ich stelle im Januar, Februar, März irgendwo auf, ist immer noch genügend Zeit, um nochmal zu fixen, falls der wegziehen sollte oder sonst irgendwas. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der wegzieht, ist dann eher zum Beispiel etwas geringer. Das sagen viele. Das ist so bei mir angekommen und macht für mich persönlich jetzt auch Sinn. Ich habe natürlich schon mit deinem Argument kein Thema, aber ich finde, das ist keine Hetze, die wir machen müssen. Ja, ist ein Argument. Okay, wir haben noch ein Wort. Also Wortmeldung, ist es eigentlich unfair gegenüber dem Direktkandidaten, weil er einerseits wesentlich später überhaupt Wahlkampf machen kann, verglichen mit anderen Wahlkreisen. Wenn er erst im Januar, Februar gewählt wird, hat er praktisch 6 Monate, wo er nichts machen kann, weil er kein Direktkandidat ist in seinem Kreis. Also keine Probleme. Er ist nicht bei der Presse, er ist nirgendwo vertreten. Und wenn er später irgendwann Direktkandidat ist, hat er praktisch keine Chance mehr auf die Landesliste zu kommen. Weil ich denke, wenn das Land aufstellt, werden die Direktkandidaten eine größere Chance haben, auf die Landesliste zu kommen, als wenn sie nur auf der Landesliste kandidieren. Anders glaube ich nicht. Also das glaube ich nicht, weil also wenn man sich die Aufstellungen in Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen anschaut, da war es nicht so. Also da kann man keine Korrelation erkennen zwischen Direktkandidaten und Landeslistenkandidaten. Zudem noch ein Argument. Ich weiß von Leuten, oder ich weiß von potenziellen Direktkandidaten, die sagen, ich bin daran interessiert, aber ich möchte bitte erstmal schauen, was wird an unserem Bundesparteitag im November alles so beschlossen. Kann ich das dann auch alles als Direktkandidat so vertreten? Das ist halt, diese Diskussion hatten wir damals zur Landtagswahl auch schon, wo ja auch einige gewartet haben bis nach dem Parteitag, was für mich eigentlich auch wieder Sinn macht, weil die müssen es einfach vertreten. Wenn dann Teile dabei sind, wo sie nicht wirklich dahinter stehen, dann sage ich mir, okay, habe ich vielleicht keinen so tollen Direktkandidaten, weil das einfach nicht wirklich vertreten sind. Es gibt nur mal Potenziale, die das auch schon gesagt haben, mir gegenüber. Und das mal ganz kurz. Wir haben nächstes Jahr im Mai wahrscheinlich nochmal einen Bundesparteitag. Ja. Lass mal da irgendwas ins Programm einkommen oder du weißt der Geier was, eine Position, die einem nicht gefällt und schon ist er weg. Also genau, das wollte ich auch sagen. Wir haben noch mindestens 2 Bundesparteitage vor der Wahl. Also das Risiko laufen wir immer. Ja, klar. Und wenn jemand kandidieren möchte, dann... Das Risiko, dass wir irgendwas beschließen, ist zwar geringer. Ja, aber... Ja, klar. Wer war zuerst? Also in Stuttgart haben wir jetzt auch die Gedanken gemacht. Das hat sich jetzt auch wieder bei der OB-Aufstellung gezeigt. Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wir haben rechtzeitig aufgestellt und wurden dadurch auch bei den Medien und bei den Podiumsdiskussionen gleich mit berücksichtigt. Obwohl wir theoretisch bis August Zeit haben damit. Davor nimmt die Stadt auch die Ausschreibung gar nicht entgegen. Der Vorteil ist, wir haben ihn jetzt schon, wir können uns organisatorisch aufstellen. Wir haben die Zeit, alles vorzubereiten, Zeit, die Teams einzuarbeiten, Zeit, die Pressearbeit in die Gänge zu kriegen. Den Vorteil hätten wir nicht, wenn wir ihn erst kurzfristig aufgestellt hätten. Also man darf gar nicht verkennen, was für ein Vorteil das ist, wenn man die Kandidaten schon hat und nicht erst Monate vor der Wahl, die mit einem Wahlkampfteam, was notwendig sein wird,
zusammenschweißt. Deswegen haben wir eigentlich angedacht bis jetzt, dass wir eine zeitnahe Aufstellung machen und nicht erst in letzter Sekunde. Weil wenn irgendwelche Leute sagen, da könnte was beschlossen werden, was ich dann nicht will, das ist natürlich ein Problem. Aber im Endeffekt, das ist that's life in der Partei. Ganz ehrlich, das kann jedem in jeder Partei jederzeit passieren, dass die irgendwas beschließt, was einem nicht passt. Ja, sonst muss er als Bundestagsabgeordneter ja auch austreten, jedes Jahr, wenn irgendwas nicht passt. Ein Direktkommentar dazu. Ich glaube, ein OB-Kandidat ist was anderes wie jemand, der auf eine Liste will. Ich glaube, es ist etwas anders. Da ist es eher zu sehen, bei den anderen sehe ich das nicht so. Es geht rein organisatorisch. Mir geht es nicht darum, ob es was anderes ist. Für mich ist es organisatorisch im Prinzip ähnlich. Weil man einen Kandidaten hat, den muss man unterstützen. Der braucht Presseunterstützung, der braucht organisatorische Unterstützung. Das muss in die Gänge kommen. Die Leute müssen eine Routine bekommen. Und das darf nicht in einem Gehetze sein, weil man eh schon am letzten Drücker ist und dann vor Ort vielleicht auch schon sich um die Plakate kümmern muss, um die Flyer kümmern muss. Wir haben den Vorteil, dass wir das zeitlich einfach verteilen können, dass wir die Zeit uns nehmen können, das richtig vorzubereiten und richtig durchzuführen. Das ist der große Vorteil, wenn man früher aufstellt. Okay. Ganz kurz wegen der Liste noch vorhin, also Direktkandidat und Liste, das ist einfach nur ein Goodie, das zusätzlich, aber was Nein Berg gesagt hat. Wegen den Direktkandidaten, ob die dann abspringen oder nicht, das ist optional. Das ist nicht wie beim Landtagswahl, wo man Ersatzkandidat braucht. Nein. Man kann aber Nachrücker auch aufstellen. Die Leute finden sich ganz bestimmt. Ja. Das ist eine Möglichkeit. Und was Simon Vor sagt, dass man eben, wir haben es 10 in Karlsruhe, ist zwar auch OB-Wahl, aber man kann gerade Direktkandidaten sind Personenwahlen auch, auch wenn wir noch nicht so bekannt sind, die Karlsruher Piraten. Die wurden auch mit der OB-Wahl konfrontiert und da war gar nichts, da ist bis heute noch nichts da, das läuft eigentlich schon seit 3-4 Monaten in Karlsruhe, da war die Presse da, wir wollten alle was haben und wir können nicht liefern, ja, in dem Bereich. Und wir sollten auch nicht vergessen, wie viel Diskussionsstoff das hat innerhalb der Partei, um uns aufhält, Dinge eben zu arbeiten, auch hier organisatorisch. Das heißt, je länger wir uns aufhalten mit Kandidaturen, ja, kommen wir nicht dazu, Dinge zu bearbeiten. Danke, jetzt Mela. Ich denke, wir haben als Lehrer aus der Landtagswahl eigentlich ziehen können, dass wir zu spät angefangen haben, die Kandidaten auch gerade auf die Pressearbeit vorzubereiten. Und das deswegen möchte ich eigentlich auch unterstützen, dass wir früher aufstellen. Danke, Mela. Gute. Dann. Also ich weiß es von der Landtagswahl nochmal zu einem Thema Argument und die Programme überhaupt. Ich habe zu denen gehört, die damals sagten, ich möchte eigentlich keine Direktkandidatur machen, solange es kein Programm gibt. Was aber da auch wirklich der Punkt war, wir hatten bei der Landtagswahl Baden-Württemberg noch kein Programm. Also da gab es keine Basis. Jetzt gerade haben wir ein Programm und dass irgendwelche Änderungen vorkommen können. Moment mal, ich kandidiere hier für irgendwie ein Amt, was ich nachher mehrere Jahre mache. Und jetzt rede ich davon, dass ich das nicht ein halbes Jahr früher oder später bereits entscheiden kann. Sorry, da fehlt mir jedwedes Verständnis. Deswegen, ich fände es gut, wenn möglichst viele Gliederungen vorher aufstellen. Ich denke, wir können sie natürlich nicht dazu zwingen. Also es ist immer die Sache jeder einzelnen Gliederung, ob sie es tut. Aber ich fände es klasse, wenn die Direktkandidaten alle stehen würden, bevor die Landesliste gemacht wird. Also ich stimme dem zu. Ich würde nur sagen, dass auch den Punkt auch mal aufgreifen, wie du gemeint hast, dass die internen Konflikte, die dadurch entstehen, die Reibereien, dass wenn mehrere Leute eben kandidieren, diese Unruhe, das haben wir eben gesehen bei der Aufstellung der OB-Kandidaten, da hatte ich auch mehrere Monate den Eindruck, da sind bei ein paar Leuten so ein paar Sicherungen durchgebrannt. Also da entstanden ganz seltsame Situationen, die man nie für möglich gehalten hätte und dem kann man eben vorbeugen. Dass dann, danach hat man eben dann die Ruhe, hat man die Zeit, das einfach dann geordnet dann über die Bühne zu bringen und dann gibt es eben diese, dann glaube ich, ist auch der Zusammenhalt dann größer, wenn dann die Kandidaten feststehen. Nein, du hast es auch noch gesagt. Ja, es gibt ja, glaube ich, viele gute Argumente, die dafür sprechen, die Aufstellungsversammlung möglichst früh zu machen. Das Argument, was hier genannt wurde, nämlich die dann alte Presse präsentieren zu können, halte ich für nicht gut, weil die Presse wird sich nicht dafür interessieren. Wir können froh sein, wenn sie sich für irgendwas außer den ersten Platz auf der Landesliste interessieren. Die werden direkt Kandidaten einfach rechts und links liegen lassen. Ich denke schon, dass es sinnvoll ist, dass wir möglichst früh überall die Aufstellungsversammlung haben. Wir sollten aber als Landesverband die Untergliederung nicht dazu auffordern, das zu machen. Wir können übrigens eine Empfehlung aussprechen,
dass es sinnvoll ist, das anzugehen, aber sie dazu aufzufordern, das zu tun, glaube ich, übersteigt unsere Kompetenzen etwas. Wir sollten das schon den Leuten vor Ort auch überlassen, die Diskussion zu führen und dazu eine eigene Entscheidung zu kommen. Nein, aber okay, also ein möglichst oder sowas in diesem. Das ist genau das Gleiche. Also im Zweifel halt der Landesverband nur begrüßen, ja, und sehr. Wiederum möge bitte entscheiden. Ja. Also, bis zum Mitdatum. Einfach mal um. Ich möchte direkt widersprechen. Die Presse interessiert sich nur für den Direktkandidaten vor Ort. Ja, vor Ort, aber auf der Versammlung. Das geht's ja, vor Ort. Das heißt, wenn ich keinen Direktkandidaten habe, bis irgendwann nächstes Jahr, bin ich nirgends dabei. Wenn die anderen Parteien aufstellen, die anderen Parteien eingeladen werden zu Podiumsdiskussionen, die anderen Parteien eingeladen werden zu irgendwelchen Geschichten, die lokal stattfinden, wenn ich da niemanden habe, habe ich 6 Monate Wahlkampf verloren. Ja, das ist richtig. Ich meinte das Argument, dass man auf der Vorstellungs-, auf der Aufgangsversammlung des Landesverbandes alle Direktkandidaten der Presse präsentiert. Das ist so richtig. Die Presse interessiert es in dem Grund, wenn wir sagen können, wir sind fertig, wir haben unsere Kandidaten, das sind unsere Kandidaten, hier in den Kreisen, hier in der Liste, komplettes Team, das Gruppenfoto kriegen wir in die Presse rein. Ohne Probleme, aber wir werden die Ersten, die es geschafft haben. Alleinstellungsmerkmal. Wortmeldung. Gute. Ich würde gerne auch wirklich auch nochmal weitergeben, also was jetzt das Sven gesagt hat, dass man ja eben auch noch Nachrücker tatsächlich mit aufstellen kann, um irgendwie, dass einfach jede Gliederung weiß, das ist eine Möglichkeit und ich wähle meinen Direktkandidaten und wähle von mir aus noch 2 Nachrücker und dann hat irgendwie auch die Gliederung eher das Gefühl, das kann nichts schief gehen. Also das würde ich gerne noch irgendwie wirklich massiv kommunizieren. Ich glaube, es gibt keine offiziellen Ersatzkandidaten. Das ist anders als bei der Landtagswahl. Aber dass es prinzipiell möglich ist, Nachrücker bereits zu wählen und diese dann im Zweifel, falls ein Kandidat doch irgendwie, was weiß ich, aus dem Wahlkreis wegzieht oder sonst was passiert, dass man dann eben die Nachrücker nehmen kann. Und das finde ich ist schon sinnvoll, das nochmal an die Gliederung wirklich weiterzugeben, weil das vielleicht bei der einen oder anderen auch nochmal beeinflusst, wann sie aufstellen. Zu ihm nochmal zur Antwort oder Nachfrage, wie viel, du sagst, wir verlieren 6 Monate eventuell oder 5 Monate, wie auch immer, Wahlkampf, aber wie viel läuft da? Wie viel läuft jetzt wirklich bis, ganz sagen wir mal, das läuft ja so oder so? Nee, kann ich ja direkt antworten. Nicht für den Kandidaten. Ja schon, aber du kannst ja auch. Also aus der Erfahrung von den bisherigen Wahlen war es so, es läuft schon ein Jahr vorher. Du kriegst Einladungen von Schulen, du kriegst Einladungen von irgendwelchen Organisationen. Das heißt, der Direktkandidat ist praktisch jede Woche irgendwo unterwegs und es geht schon ein Jahr vorher los. Da ist wirklich schon jede Menge Programm. Du bist entweder dabei oder du bist nicht dabei. Ja, ist okay. Peter. Also wir haben ja letztes, bei der Landtagswahl hatten wir 1 Monat oder 2 Monate vor der Wahl ein Treffen hier in Stuttgart, wo die Leute dann nochmal darauf vorbereitet wurden. Das war zu kurzfristig. Das hätte im Sommer vorher geschehen müssen. Und von daher müssen wir jetzt schon damit anfangen, die Kandidaten auf ihre Aufgabe bei der Presse vorzubereiten. Ich rede nicht davon, dass wir jetzt wirklich sagen müssen, ja, so und so viel Zeit bis zum, das ist im Juli alles das Team komplett haben und dann von Juli bis wahrscheinlich ja dann September. Nur da das ein Zeitfenster, sondern dass wir sagen, gut, bis jetzt September ist relativ jetzt kurz. Klar, hast du ewig Zeit, aber warum nicht sagen, wir machen einen Stichtag Weihnachten, so im Januar, so in der Gegend. Das ist auch immer noch 9 Monate. Wenn wir im September Wahl haben, dann müssen wir spätestens im September die Leute vorbereitet haben. Okay. Eins gebe ich noch zu bedenken. Im Endeffekt ist eigentlich nur der Juli möglich. Weil August ist praktisch Ferien, da sind die meisten nur weg und im September schon die Landesparteitag. Also wenn es sinnvoll ist, dann... September wäre und man kann frühestens ab 28. Juni überhaupt aufstellen. Ja. Lars, ich möchte dich unterstützen, den Antrag jetzt oder den Brief jetzt rauszuschicken, denn wenn ihr es heute nicht beschließt, beschließt ihr es erst in einem Monat. Das ist ein Monat später. Ich würde sagen, entscheidet euch für ein Datum, wo ihr die auffordert, dass sie euch was zurückberichten, dass ihr es heute schon macht. Ihr bittet drum, aus irgendwelchen Gründen, das versteht sich ja sowieso, und geht dann von da aus. Ihr müsst auch dran denken, nicht nur will die Presse diese Kandidaten untersuchen, sondern ihr selbst in der Partei wollt mal ein bisschen betteln. Ihr müsst ja gucken, sind es die Leute, was haben die, wo kommen die her? Also
Vorsicht, denn die Presse fällt über euch her, wenn die Kandidaten, die aufgestellt werden von Piraten, irgendwelche Flecken irgendwo haben. Also ihr müsst euch schon die Zeit nehmen. Also ich würde sagen, drum bitten jetzt mit irgendeinem Zieldatum und alles andere später. Aber es ist riskant, aber ich würde es nicht verschieben. Ich würde dem noch hinzufügen, auch eine Aufforderung, dass sich die Kandidaten eigentlich diesen Monat schon aufstellen. Also die Kandidaten für die Kandidaten. Dann hat man zumindest mal die Bewerber um eine Kandidatur. Genau. Ich glaube, zu viel tut es schlecht. Ein gewisser Druck kann nicht schaden, zu sagen, Leute, bitte achtet drauf, dass ihr das rechtzeitig macht. Gründe wurden jetzt genug genannt. Ich habe nur noch so dann nochmal dazu gerade eine allgemeine Frage, weil es jetzt eh schon kommt. Also in Rastatt wird schon konkret geplant. Die sind am Plan. Karlsruhe Land hat für die nächste Vorstandssitzung hat es auch schon jemand in die Region geschrieben, die Planung der Aufstellungsversammlung. Das heißt, es gibt schon den ein oder anderen KV und BZV Karlsruhe, weiß ich, vom Gespräch im Nordbahntreffen, dass die da noch gar nichts jetzt zum Beispiel gemacht haben. Aber ich weiß jetzt, wie es in anderen Gliederungen aussieht. Vielleicht ganz kurz, ich weiß nicht, dass noch mal jemand, also ich denke, dass die Hälfte bestimmt schon Planung in die Richtung hat, auch teilweise sogar schon im Juni was zu machen. Also bei uns geht es wahrscheinlich in die Richtung. Gehe ich auch von aus, aber einfach um es einfach mal offen zu kommunizieren, zu sagen, bitte achtet drauf oder überlegt euch, ob ihr es nicht so machen könnt. Wenn du sagst, wir bitten ausdrücklich drum. Also explizit möchten wir ausdrücklich darum bitten. Mit Nachdruck. Genau. Also die genaue Formulierung können wir ja offen lassen, darum geht es ja nicht, sondern nur, dass wir es anstoßen. Und es gibt ja das How-To schon von Nati. Das kommt in den nächsten Tagen. Ja, da hat das schon was drin. Und auch die Sachproduktion mit dem Nati. Ja. Ich glaube, das wird auch ganz viel von den Schadenkämpfen rausnehmen, wenn man Nati oder Nati verbaut. Okay, noch Wortbeiträge dazu? Nee. Ich habe ja gerade gesagt, die Formulierung lassen wir uns jetzt offen, sondern wir machen. Okay, wir stimmen über was ab, was wir später formulieren. Man darf uns Worte demonstrieren. Das ist eine Blanko-Abstimmung. Ja, genau. Mit dem Gedanken, dass wenn in den Bezirken schon darüber, in halben Bezirken gesprochen wird, ist es wirklich gut, dass der Landesvorstand das rausbringt, dass ihr nicht hinter denen her seid. Also, wer es formuliert, ist egal. Statt aufzufordern, zu bitten. Bitte an unser Video zu machen, das zusammen. Okay, dann wär's dafür. Ja. Danke, einstimmig angenommen. Nächster Punkt. Gegenprobe. Was? Nein, keine Gegenprobe. Ich war einstimmig. So, nein, das ist dein Fachkomplex. Es geht um die Beauftragung Verwaltungsteam. Ja, wir hatten eine Ausschreibung laufen für ein Verwaltungsteam. Also Piraten oder auch also Leute, die den Landesverband und die Untergliederung dabei unterstützt, die Mitgliederverwaltung zu betreiben. Wir haben insgesamt 7 Bewerbungen bekommen und haben uns jetzt entschlossen, 4 davon für das Verwaltungsteam aufzunehmen. Das heißt, mein Antrag hier bezieht sich darauf, die folgenden Personen mit Unterstützung der Mitgliederverwaltung Landesverband zu beauftragen. Die genannten Personen erhalten lesenden und schreibenden Zugriff auf die Daten aller Mitglieder im Landesverband sowie einige speziell dafür eingerichtete KÖs im OTS-System des Landesverbandes. Die Beauftragung gilt unbegrenzt bis auf Widerruf. Das Verwaltungsteam ist an die Weisung des Landesgeneralsekretärs gebunden. Für die Beauftragung wird keine Vergütung bezahlt, aber die Übernahme von dem Rahmen der Beauftragung anfallenden Reisekosten wird natürlich im Einzelfall beschlossen. Und zwar, wir haben uns für folgende 4 Personen entschieden: Sören Oberndörfer, Markus Haberstock, Marco Jeremik und Matthias Weiß. Wo sind die? Einer sitzt hier. Die müssen nur unterschreiben. Das geht. Die müssen natürlich, damit sie den Zugang zur Mitgliederverwaltung bekommen, eine Datenschutzvereinbarung unterschreiben. Und an einer Schulung, falls noch nicht passiert, an einer Schulung des Bundesdatenschutzbeauftragten der Piratenpartei teilnehmen. Wenn der schon Schulungen veranstaltet, dann. Macht Anja bis dahin. Ah, okay. Bis dahin, ich möchte die wirklich schnell drin haben. Ja, fragen wir aber nicht, lange oder gut. Also, die müssen auf jeden Fall an der Schulung zum Thema Datenschutz teilnehmen, auch mit
entsprechende Datenschutzvereinbarung unterzeichnen. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Ja, ich wollte wissen, wo die vier Leute sind im Ländle verteilt. Ja, also einer kommt aus Ludwigsburg, einer kommt aus Konstanz. Nein, aus Singen, wenn wir es genau betrachten. Ist zwar Kreisverband Konstanz, aber der Mensch wohnt in Singen. Okay. Gut, ich wohne in Hemmingen. Hemmingen ist wohl Werbung. Nee, Hemmingen ist schon das bei Ludwigsburg und nicht bei Hannover und auch nicht in Schweden. Okay. Okay, nicht in Schweden. Gut, das merke ich mir. Okay. Dann haben wir jemanden aus Heilbronn, also Sören Oberndörfer kommt aus der Gegend von Heilbronn. Und wir haben noch jemanden aus Göppingen, genau. Was war das Kriterium, die anderen drei abzulehnen? Wie habt ihr das entschieden? Wir haben einige Personen nicht genommen, weil sie bereits schon viele andere Aufgaben der Piratenpartei durchführen und wir nicht wollten, dass die Leute überlastet werden. Also wir haben die Leute bevorzugt, die noch keine Aufgabe übernehmen und wir haben auch jemanden nicht berücksichtigt, weil einfach die Befähigungen für diese Aufgabe nicht da waren. Also ich habe mich nicht beworben, weil ich gehofft habe, du hast genug und wenn genug sind, ich mache gern den Lehrgang mit und berate die, wenn irgendwas ist, aber ich wollte halt wissen, wer oder was die sind, was sie wissen, was sie können. Also wir hatten insgesamt 7 Bewerbungen, also 4 von 7 Leuten. Ja, muss man ja. Jetzt. Eigentlich wollten wir 3, aber haben dann, weil es so viele gute Bewerbungen waren, eben 4 genommen. Genau. Prima. Also. Auf ein Läufchen-Sage für alle. Das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können, weil wir keinen Einfluss drauf haben und auch keine, selbst keine Informationen haben. Also ich hatte zwei Fragen, haben wir zum Beispiel an das Handeltelefon mit dem Blog nichts Großartiges gesagt. Ich habe bloß gesagt, dass das Gebiet jetzt wieder neu verteilt wird und wir hoffen schnell. Sehr schnell. Bis später nochmal ein paar Details reden. Ein Wort in Evolutionsohr. Ja, sind noch Fragen oder Anmerkungen dazu? Keine Worte. Okay. So, aber ich habe sie offiziell bestätigt. Okay, wer ist dafür, diese 4 genannten Personen zu beauftragen? Ist einstimmig. Gut. Ja, ich weiß. Okay. Es gab noch einen Antrag gegen ein Nicht-Mitglied des Landesverbandes. Der Antrag lautete auf Verweis von der Mailingliste auf Dauer. Von allen Mailinglisten. Diese Person hat uns zum jetzigen Zeitpunkt keinen Anlass gegeben, ihn der Mailingliste zu verweisen. Wir haben uns dazu entschlossen, also diesen Antrag abzulehnen und haben uns ganz klar positioniert. Wir sind eine Mitmachpartei. Die Partei, die Mitarbeit steht ziemlich jedem offen. Außer seiner Handlungen und Ansichten widersprechen dem Grundsatz der Piratenpartei Deutschland. Das sehen wir in diesem Fall nicht so. Und haben da für den Wohnort dieses Nichtmitgliedes eine Untergliederung zuständig ist, dem Vorstand der entsprechenden Gliederung mitgeteilt, dass wir, egal was er in Bezug auf dieses Nichtmitglied entscheidet, voll und ganz hinter ihm stehen. Namen des Antragstellers und Namen der betroffenen Person werden aus Datenschutzgründen nicht genannt. Darf man die Gliederung nennen? Nein. Lässt zu leicht einen Rückschluss auf die Person zu. Gibt es dazu Fragen? Also ich komme jetzt mit dem Totschlag, mit der Totschlagsargument Datenschutz, also das müsst ihr euch jetzt angewöhnen. Nein. Gibt es da noch Fragen jetzt ernsthaft? Gut. Gibt es noch Anträge an den Vorstand?
Ich hätte nur eine Frage. Die finanzielle Entlastung des letzten Vorstands, hat das irgendwie einen Fortschritt gegeben? Was ist der Status? Ich habe nichts. Eine Entlastung des vorigen Vorstandes kann nur auf dem Landesparteitag erfolgen. Also finanziell seid ihr auf habt ihr die Daten bearbeitet, die beim letzten fehlten? Es ist alles da, ja. Ist alles da. Ja, also ist auch in diesem Monat nochmal geprüft wird. Ich werde mich dann nochmal mit dem Matthias Mark zusammensetzen. Und alles in Ordnung. Okay. Dementsprechend wird eine Empfehlung der Rechnungsprüfer an den Landesparteitag gehen. Und dieser Landesparteitag entscheidet dann über die Entlastung. Okay. Ich habe noch einen Punkt. Und zwar, war deine Frage beantwortet? Ja. Okay, ich habe noch einen Punkt. Und zwar möchte die Bundes-IT einen festen Ansprechpartner pro Landesverband, der darüber entscheidet, wenn Zugänge zu ins Safe-System vergeben werden. Ich habe dich mal einfach mal in die Liste eingetragen. Ich denke, das ist okay, wenn ich das mache, oder? Oh mein. Ja. Okay, ich habe die schon gesehen. Ich muss dafür, zur Information, ich muss dafür eine eidesstattliche Erklärung unterschreiben, dass ich die Zugänge nur an Personen weitergebe, von denen sichergestellt ist, dass sie vorher eine intensive Schulung zum System bekommen haben. Ja. Okay. Viel Spaß. Noch weitere Fragen? Eine Frage zum Bundesparteitag. Wie stellt ihr euch eigentlich ein Wahlkampfteam vor, was im Hintergrund arbeitet bezüglich Presse, bezüglich Kandidatenunterstützung, all diesen Sachen? Gibt es da irgendwelche Denke schon? Wie weit seid ihr da? Bundesparteitag. Bundestagswahl. Okay. Also meint er. Wir haben einen beauftragt für die Vorbereitung der Bundestagswahl 2013 im Landesverband, das ist LATI. Da läuft im Übrigen noch eine Ausschreibung für den zweiten Platz. Da muss noch mal eine Ausschreibung für den zweiten Platz gemacht werden. Das reicht. Nein. In dem Rahmen werden natürlich jetzt die Anforderungen, die das angeht, auch definiert werden müssen. Und dann entsprechend müssen wir auch dort ein Wahlkampfteam ausschreiben, das ist uns klar. Allerdings ist die Ausschreibung bisher überhaupt nicht angesprochen worden bei uns. Es gab jetzt gestern eine E-Mail zu dem Thema von Jasenka. Die war jetzt allerdings zu kurzfristig und zu lang, um das jetzt hier zu besprechen zu können. Ich würde gerne den Antrag stellen, dass wir die Ausschreibung so machen, dass wir bei der nächsten regulären Sitzung, die nach meinem Gedächtnis am 31. Mai ist, über einen zumindest zweiten Wahlkampfmenschen entscheiden können. Wenn schon also mehr, ist prima. Es geht nicht um Wahlkampf, es geht aktuell um die organisatorische Vorbereitung der Bundestagswahl. Gut. Es geht nicht um Wahlkampforganisation. Aber halt auf alle Fälle, dass wir da diese zweite Person einfach bei der nächsten regulären Sitzung beschließen können, damit der Nati dann nicht alleine stellt, das möchte ich nicht. Ja. Also so schnell wie möglich, dass er da Unterstützung hat. Wenn sich da noch eine weitere Person findet oder andere, die sich da engagieren wollen, ist das super. Kann jemand dann anders aus dem Vorstand diese Ausschreibung übernehmen, weil ich mache momentan relativ viel in der Verwaltung zu tun. Es war eigentlich geplant gewesen, dass wir heute schon diese Ausschreibung schließen können und veröffentlichen können, aber es ist einfach nicht. Aber wir können die ja echt im Umlauf einfach nur durchdrücken, damit die dann einfach, damit wir bei der nächsten Vorstandssitzung wirklich irgendwie schon entscheiden können. Also, dann aber zur Ausschreibung habe ich auch noch was. Also es wurde vor, keine Ahnung, vorletzte Sitzung irgendwas mit Marina BW Ausschreibung, die habe ich schon zu Ende geklatscht. Ich möchte noch hier nochmal drüber schauen, dass wir die nochmal raushauen können. Habe ich da nicht drauf schon? Als ich letztes Mal so geschaut habe, hat keiner was geschrieben. Das ist so wie auf Geld. Okay, das war immer. Dann habe ich noch einen Punkt, und zwar, eigentlich müssen wir laut Geschäftsordnung unsere Umlaufbeschlüsse in den Protokollen veröffentlichen. Das ist momentan irgendwie, funktioniert nicht so ganz. Das heißt, wir sollten irgendwie eine Person festlegen, die dann quasi die Aufgabe hat, das zu tun. Also immer Umlaufbeschlüsse, wenn die gefallen sind, in das Protokoll jetzt einzutragen. Da werde ich lieber freiwillig. Mache ich das, wird gemeldet. Okay. Sekundieren wir mal kurz.
Das ist echt wichtig, weil, wie gesagt, Geschäftsordnung und Transparenz. Und ich kann ja mal kurz die Umlaufbeschlüsse nennen, die seit letzter Sitzung gefallen sind, soweit ich sie hier identifizieren kann. Es gab einen Umlaufbeschluss, die Reisekosten für Marco zu übernehmen, wenn er sich morgen den Veranstaltungsort des Landesparteitags anschaut. Es gab einen Umlaufbeschluss, dass wir jemanden entsandt haben zu einem Treffen der, wie ist der Verein? Bündnis der Rentner und Rentenbeitragszahler e.V. Die Veranstaltung war gestern, es war eine Themenveranstaltung zum Thema Altersvorsorge, Altersarmut, alles was mit Renten zu tun hat. Die Information, die ich bis zum jetzigen Zeitpunkt habe, war die Veranstaltung sehr gut. Unser Vertreter ist sehr gut angekommen, auch in dem Hintergrund, dass er selbst schon Rentner ist. Und sich mit dem Thema auch beruflich seine Fortbildung sehr gut auskannte und anscheinend gut punkten konnte und die Schnittmengen der Funktion zwischen der PRR e.V. und der Piratenpartei doch sehr hoch waren. Dann haben wir Reisekosten beschlossen für die Vorstandsmitglieder für heute, diese Relive-Vorstandssitzung, und wir haben Raumkosten beschlossen zu tragen für diesen Raum hier. Das sind, glaube ich, um die 40-30 Euro. Genau. 50 werden es sein, 30 ist der kleinere Raum. Das war mein Fehler. Wir haben ja ein Budget von 100 beschlossen. Okay, also. Dann haben wir einen Reisekostenantrag abgelehnt, der nach Berlin ging. Ja, da ging es eher um, ja, aus unserer Sicht nicht offiziell Beauftragten, sondern irgendwie jemand, der persönlich gerne bei einer Veranstaltung in Berlin wäre und da schon auch die Piraten vertreten hätte. Wir hatten aber als Landesverband keine offizielle Einladung und konnten jetzt nicht wirklich sehen, dass wir da offiziell beauftragt jemand entsenden sollten. Deswegen haben wir den Reisekostenantrag abgelehnt. So, gut, habe ich irgendwas vergessen? Hat noch jemand was in Erinnerung? Also, wie gesagt, wir sollten das ab jetzt immer sofort auch veröffentlichen. Ja. Mein Vorschlag ist, macht eine Wiki-Seite dazu, pflegt alle Beschlüsse ein und geteilt nach Umlaufbeschluss und Sitzungsbeschluss. Machen wir in Stuttgart durchgängig, weil dann hat man auch eine Aufschlüsselung, dann können die Leute das leichter verfolgen, weil bis jetzt musste ich mir das dann immer wieder wo rauspicken, musste suchen und war mir dann nicht ganz sicher, wurde es behandelt, warum wurde es also nicht behandelt. Also eigentlich haben wir das. Wir haben eine Wiki-Seite Beschlüsse, wir haben in unseren Vorstandsprotokollen so eine Vorlage, mit der Beschlüsse erfasst werden, wir tauchen automatisch auf dieser Seite auf. Ja, das Problem ist, da sind die Anträge nicht dabei. So? Oder? Ja, den Beschlussbaustein ist im Stand. Ich habe nämlich ein, zwei Mal was nicht gefunden und habe mich gewundert, aber gut, es kann auch sein, dass das vielleicht noch nicht eingepflegt war zu dem Zeitpunkt. Also was passiert ist, zumindest zeitenweise, ist, dass es nicht komplett ausgefüllter Baustein war. Ja. Und dann ist es natürlich schwer zu finden, wenn zum Beispiel nur der Titel fehlt oder so, hast du keine Chance mehr auf dieser Übersichtsseite. Deswegen, wenn da nochmal jemand explizit draufguckt und der Sebastian das übernimmt, gehe ich davon aus, dass das funktioniert. Weil sonst ist es halt so, wenn du mehrere Beschlüsse hast bei einem Protokoll, es ist dann, was weiß ich, relativ spät und irgendwie, ja, man hat was übersehen. Aber wenn jemand nochmal explizit immer nur auf diese Beschlüsse nochmal drauf guckt, gehe ich davon aus, dass die dann auch wirklich sauber auftauchen. Ich fände es ganz gut, wenn wir die in Zukunft immer am Ende der Sitzung quasi mal vorlesen, was wir beschlossen haben. Einfach, dass man es auch nochmal wirklich erwähnt hat. Das, also klar, wir legen es auf die Wiki-Seite ab, aber wenn wir es halt am Ende der Sitzung nochmal kurz aufzählen, so wie jetzt, ist es, finde ich, denke ich, ganz gut. Ne? Also, ja, klar. Such es doch selber. Eben, wie hat es mal im Protokoll drin? Ja, aber also einfach noch so wie jetzt gerade vorlesen, fand ich eigentlich ganz gut. Dann, gut, dann ein weiterer Punkt ist die Veröffentlichung der Tagesordnung für zukünftige Vorstandssitzungen. Ich weiß nicht, wie weit da das aktuell gehandhabt wird, dass die überhaupt öffentlich sind. Wissen das aktuell? Sind öffentlich. Also wenn ich einlade, also ich immer mal. Man schickt dann den Read-Only-Link von dem Pad mit, oder? Genau, also okay. Die Sitzung ist rum, dann mache ich dieses Pad und sobald ich einlade, schicke ich auch diesen öffentlichen Link rum. Okay. Was schon passiert ist, dass ich vergessen habe, das Pad auf Public zu setzen, dann kommt von irgendwem zurück, wäre schon schön, aber lesen kann ich es halt nicht. Aber an sich ist der, also ich lege das immer so an, dass bei Einladung dann auch ein HPO mit dabei ist. Okay, gut, dann ist das ja soweit in Ordnung. Ja, dann hätte ich eine Frage gerade zu dem Thema nicht öffentlich. Was war der Hintergrund, eine nicht öffentliche Sitzung vorher zu machen? Personendebatten. Das war gerade dieses. Und damit halt auch beispielsweise nachher am Ende
diese Verwaltungsmenschen, dass man die dann in der Sitzung schon machen könnte. Sonst hätte man es auch umgekehrt machen können. Aber die Idee war halt, dass wir über den Datenschutzteil zuerst sprechen, damit wir dann halt in der Sitzung öffentlich sagen können, diese Verwaltungspiraten werden jetzt auch beauftragt. Deswegen vorher und nicht nachher. Nee, macht schon Sinn. Frage, also, vielleicht kurz zum Inhalt. Also, wir hatten zum einen die Diskussion darüber, die Bewerbungen für das Verwaltungsteam. Da hatten wir jetzt vorher schon abgesprochen, welche Bewerbungen wir annehmen möchten. Und dann hatten wir mehrere Anträge auf Verwarnungen, Verweise und Sperrung in der Meldeliste und so weiter, die wir gegeben haben. Also, auf die deutsche Ordnungsmaßnahme nach 6 der Satzung. Nee, das macht schon Sinn, aber kein Kritik, nur eine Frage. Irgendwelche Ich habe eine Frage. Am Donnerstag, am Mittwoch war dieses Demokratieforum im Hambacher Schloss. Da war eine Einladung rumgegangen. Ich wäre gerne hingegangen, kam nicht dazu. War irgendjemand da drüben? Das ist schade. Das ist schade. Leider nicht. Ich hätte sonst noch eine Anmerkung. Wir haben Anfang Juni ein Bundes- und ein Landespressetreffen. Von mir geplant, also wir haben als LV zwei Plätze bei dem Bundespressetreffen. Ich würde am liebsten einen der beiden Pressesprecher und einen Vertreter eben der Pressegruppe hinschicken. Werde mal fragen, bislang haben sich vier Leute gemeldet, die gerne hingehen würden. Dann könnte ich aber schauen, einer kann vermutlich auch über die Yuppies und eine andere kann über die Bundespresse direkt entsandt werden. Dann möchte ich schauen, ob ich eventuell als LV3 Vertreter entsenden kann. Ja, nur als Hinweis. Und dann haben wir eben das zweite Juni-Wochenende wird dann in Stuttgart eben das Landespressetreffen sein. Da werde ich alle Voraussicht nach morgen, wenn es schlimm läuft, übermorgen eine entsprechende Info-E-Mail über die Mailinglisten verbreiten. Mit weiteren Informationen. Dankeschön. Ich habe es jetzt im Mumble schon mal angesprochen. In letzter Zeit haben wir ja mal ein paar Mal so Anfragen bekommen, einfach auf Privatpersonen Material sozusagen zu Informationszwecken. Wenn man nichts dagegen hätte, würde ich das einfach immer machen. Das habe ich schon angefangen damit. Brauchst du noch irgendwas an Material? Vielleicht kurz als Programme, wenn die jetzt neu da sind, würde ich ein paar nehmen. Hat der LV? Nein. Aber da müssen wir es halt organisieren. Ja. Also ich meine, wenn jemand schon bereit ist, Material zu versenden, müssen wir halt gucken, dass er auch Material das kriegt, hat. Genau. Also, ich glaube, heute Abend kommt ein Info vorbei, den könnten wir noch annehmen. Ich guck mal, was ich bei mir im Auto finde. Okay. Dann, also wir haben morgen ein paar Zuhörer. Also Wahlprogramme sind auch noch genug da und Flyer, schickt ihr was wir an Flyern haben. Es war nicht mehr so viel, aber ich denke, das ist ein paar Wochen halt. Davon ist eigentlich noch genug da, nur die neuen Grundsatzprogramme. Okay. Vielleicht gut, jetzt hat der Marco noch was? Also in letzter Zeit kursiert doch einiges an Gerüchten, an Zeugs, was die unsere sogenannte zerschossene Schiedsgerichtsordnung von Neumünster angeht. Und in diesen Gerüchten mal wieder Herr zu werden, habe ich einfach mal auch aus eigenem Interesse unser Bundesschiedsgericht in Person nach unserem Vorsitzenden, den Vorsitzenden Richter, angeschrieben. Ganz kurz. Zählt das jetzt noch zu normalen Topics oder soll ich das jetzt um das Sonstiges? Gut, danke schön. Und habe ihn gefragt, wie das jetzt ist, was Ämterkumulierung angeht, mit Vorstandsämtern und Versammlungsämtern etc. etc. Als Antwort habe ich jetzt bekommen, und das liegt jetzt rein, einfach nur als Information. Ich lese es einfach mal grob vor. Vorständler, Kassenprüfer, Finanzrat, Mitglieder und alle, die irgendwo für irgendwas gewählt sind, dürfen Versammlungsämter machen. Die Versammlung muss es aber, um auf Nummer sicher zu gehen, explizit genehmigen. Bundes- und eigene Landesschiedsrichter dürfen nichts, nicht mal Wahlhelfer, gar nichts, Genehmigung hin oder her. Also aufpassen, dass sich da nicht irgendwer hilfreich irgendwo einschmuggelt. Schiedsrichter sind bis zur abgeschlossenen Wahl eines neuen Schiedsgerichts im Amt. Fremde Landesschiedsrichter dürfen, wie oben, Genehmigung erforderlich. Wieder, Genehmigung ist auch für kleine Ämter.
wie zum Beispiel Bahnhilfe nötig, dass wir uns absichern. Also jetzt bewusst die ganzen die schlimmen Worte ausgelassen. An einer Kumulation zwischen verschiedenen Vorstandsämtern, zum Beispiel KV und Bezirksvorstandsamt, zusammen kumulieren, ändert sich gar nichts. Also das ist wie bisher, da stellt man seinen Antrag beim dementsprechenden Parteitag und dann könnte man Ämter kumulieren, wenn der Antrag natürlich durchkommt. Was ja in der Wahrheit nie vorkommt, weil es ja Terra existiert nicht, ne? Genau. Nein, es ging mir nur darum, weil es kursiert ja doch einiges und um dem mal Herr zu werden, weil es schiebt halt doch der ein oder andere ein bisschen Panik auf. Und jetzt sind wir mal sicher, dass im Protokoll steht, dass alles mitgetippt. Schön. Kannst auch wieder nachdenken. Ja, nachher noch die Mail rüber und ich nein. Nein. Man muss ja dann noch den schwarzen Edding nehmen, weil er hat ja jetzt nur die. Ich weiß, er kriegt nur das eine. Ja, er wird sehen. Nein, ich will die E-Mail digital haben. Hallo, ich bin Copy-Paste. Okay. Ja, ich bin gut im Bett. Gibt es noch weitere Fragen? Kann man mal einen Blogpost zu dem Thema aufstellen, der Kandidaten haben von den Antworten? Hey, ja, du hast den Job. Wie bist du zur Textvorlage? Naja, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber kannst mal versuchen. Nee, das ist ja kein Thema. Anfangen und dann ins Pad, von mir aus ins Pad reinschmeißen und machen wir es halt alle gemeinschaftlich. Ja, das ist kein Thema. Super, danke. Ich habe eine ganz kurze Frage. Braucht ihr irgendwas von den Hessen? Ich bin nächstes Wochenende dort und helfe denen bei der Wahldurchführung. Grundsatzprogramme. Grundsatzprogramme hätte ich auch gerne. Du hast welche auch. Na, also wenn ja, was einfällt, kommt er gerne auf dich zu. Wenn die was Spannendes haben oder so, bring mit. Ne? Also selbstständig denken. Heute zu. Jetzt nochmal eine formelle Frage. Gibt es noch weitere Fragen oder Anträge? 3, 2, 1. Nein, 16.47 Uhr, die Sitzung ist hiermit geschlossen. Dankeschön.